Willkommen zurück, meine Lieben, bei Elden Ring. Wir sind zurück an dem Ort, wo wir gestorben sind. Ich sehe da hinten einen Wolf mit glühenden Augen. Ich weiß nicht, ob wir so einen schon mal hatten. Ich weiß, wir hatten einen ganz weißen Wolf, aber einen schwarzen ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht in Erinnerung. Das muss natürlich nichts heißen, ich kann das auch vergessen haben. Aber... Irgendjemanden hatten wir mit goldenen Augen. Diese Schädel teilweise, der hält nichts aus. Die Schädel, die am Boden liegen, die haben doch auch so goldene Augen. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun? Vielleicht ist das irgendeine Art Fluch oder Besessenheit oder was weiß ich. So, das sind unsere Sachen. Wie viele Runen hatten wir? 2800. Okay. Also, das Ziel ist jetzt mal, wir haben keine Ahnung, wo wir hier sind. Das Ziel ist, hier eine Gnade zu finden und dann verpieseln wir uns von hier. Wetten, wir waren kurz davor beim letzten Mal. Das ist bestimmt hier Liurnia, das Seeland. Okay, das ist ein komplett neues Gebiet. Schauen wir uns, genießen wir die Aussicht. Oh. Sieht halt schon geil aus, oder? Sieht halt schon geil aus. Ah, das können sie echt, From Software. All das können wir entdecken. Ich freue mich. Ich freue mich riesig. Das Spiel ist super. Gefällt mir tendenziell. Ich will jetzt noch nicht irgendwie super viel vorwegnehmen. Kristallknospe, die gucken wir uns gleich an. Aber bisher gefällt mir das Spiel auf jeden Fall besser als die Souls-Teile. Was ist das hier? Haben wir hier eine Gnade? Schloss Sturmschleier. Okay, das ist der Hintereingang dann wohl. Aufpassen. Das ist doch irgendwie ein Bait. Eine Schabariti-Traube. Okay, und was machst du? Jungfer, teure Jungfer, wo seid ihr? Bitte nehmt meine Trauben. Okay, die haben wir jetzt direkt aufgenommen. Die sind... Oh, sind die vielleicht für... die verzweifelte Jungfer? Vielleicht müssen wir die der geben. Das ist die einzige Jungfer, die ich jetzt, glaube ich, gerade kenne. Was hatten wir? Hier den... die Kristallknospe. Eine junge Pflanze kristallisiert, bevor sie ausreifen konnte. Material zur Herstellung von Objekten findet man häufig im Seeland von Liurnia. Okay, und das andere ist wahrscheinlich... Schlüsselgegenstand? Nee? Ist das auch hier, die Traube? Ist auf jeden Fall was Neues. Das ist, wir dürfen es nur einmal haben. Vielleicht ist es auch ein... verwendbarer Gegenstand? Ich sehe es gerade nicht. Das hier, ne? Ist doch bei den Schlüsseln. Ich habe es einfach wieder übersehen. Das vergilbene und triefende Augapfel eines Kranken. Die Oberfläche ist bereits verschrumpelt und das Innere leicht matschig wie eine große, überreife Traube. Gebt dies der blinden Jungfer, um sie zum fernen Licht zu führen. Der blinden Jungfer. Verzweifelte Jungfer. Vielleicht gibt es noch mehr Jungfern. Okay, gut. Also, wir hatten hier noch eine Leiter. Sobald wir Gegner sehen, machen wir uns aus dem Staub. Aber vielleicht sehen wir eine Gnade. Okay, da geht's weiter. Ist mir alles ein bisschen zu großräumig. Ich könnte jederzeit irgendwie unangekündigt oder so, könnte man da in einen Bossfight reinrennen. Na gut, ich meine, wir haben jetzt nicht super viele Runen. Ich habe mehr keine Lust, den Pfad nochmal zu beschreiten. Okay, wir haben einen Thronsaal. Ah ja, Leute, das behaupten wir nicht. OMG. Ich hatte zuerst das Gefühl, dass das vielleicht
Das sah sehr ähnlich aus wie die Tafelrundfest, aber ich glaube, das ist einfach nur Zufall, beziehungsweise wahrscheinlich wurden ein paar Assets einfach recycelt für beide. Ich glaube nicht, dass da tatsächlich ein Zusammenhang besteht. Ha. Huh. In manchen Öffnungen ist was und in manchen nicht. Ob das was zu bedeuten hat? Der Raum hier... Ich kann hier nicht kämpfen? Bitte was? Hä? Ich kann nicht kämpfen hier. Ich kann die Tür auch nicht öffnen. Okay, das ist... Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Friedliches Gebiet, aber hier ist niemand. Vielleicht sind wir zu früh hier. Vielleicht müssen wir von der anderen Seite kommen. Vielleicht sollten wir gar nicht hier sein. Ha. Vielleicht füllt sich das später dann irgendwie noch mit Leben. Weil für den Moment habe ich keine Ahnung, was das soll. Hier unten kann ich auch wieder kämpfen. Wir gehen raus. Vielleicht haben wir irgendwie so eine Art Schleichweg genommen. Der... Da ist eine Gnade. Vielleicht ist der für Speedruns oder so gedacht. Dass man... Ich sage jetzt mal, das hier skippen kann. Und da ist auch... Ist das die blinde Jungfer? Wir gucken mal. Ich grüße dich. Hallo? Ist jemand da? My name is Hayata, and I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shibriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next, but when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Okay, ich würde sagen, wir geben der die Traube mal. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Und wir haben eine Geste dafür erhalten. Okay, ich weiß nicht, was die ist also auch eine in dem Sinne eine Jungfer, in dem Sinne, dass ja, wie halt die uns das Level Up ermöglicht. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. You are most kind indeed. Okay, irgendwas muss die, irgendwas hat die für einen Sinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit den Trauben und so einfach nur just for fun war. Deswegen, ich habe das Gefühl, mit der ist noch irgendwas. Ich denke, wir sind hier zu früh. Wir sollten hier noch nicht sein. Deswegen werden wir zurückreisen. Jetzt ist die Frage. Ich denke, es macht unter Umständen Sinn, mal im Schloss weiterzumachen. Einfach damit wir sehen, was, mit was wir es zu tun haben. Dann kriegen wir ein bisschen ein Gefühl, ob wir vielleicht noch Level-Ups brauchen. Oder ob wir tatsächlich gut sind diesbezüglich. Ob wir bereits das Level haben, was wir brauchen, weil das ist so, wie ich jetzt das vermuten würde, erstmal die Hauptstory. Und wir sind jetzt stark ab, wir haben jetzt viele Episoden gemacht, alles erkundet. Also, ne, wir kommen nochmal zurück, um Bosse zu legen. Bevor ich natürlich Level-Ups mache. Aber ich will erstmal ein bisschen in alle Richtungen erforschen, um zu sehen, ja, was müssen wir tun. Nicht, dass wir dann die Level-Ups machen und dann zu hoch für das Gebiet sind. Von dem her... Oh, hier ist eine Gnade. Das ist, ich weiß nicht, die ist jetzt ein bisschen unnötig. Hat ein bisschen das Dark Souls 3 Syndrome, wo man einfach auch zwei Leuchtfeuer in Sichtweite voneinander hatte. Ich beschwere mich ja eigentlich nicht über zu viele Checkpoints. Lieber zu viele als zu wenige, aber... Das, ist dann auch wieder ein bisschen
Ich weiß nicht, man hat dann das Gefühl, man wird ein bisschen zu stark bemuttert als Spieler. Ah, der redet, glaube ich, mit uns. Wir kommen gleich. Hier können wir summonen, ne? Oder ist das ein Respawn-Ding? Also, wir können einmal dann nach unten. Da geht's aber nicht wieder hoch. Hier kann man auch runter. Da geht's aber an selben Ort. Moment mal, was war hier? Diese Herbeirufungsreserve ist jetzt aktiv. Okay. Wir können immer noch nichts sammeln. Oder ist das für Spieler? Ich weiß es nicht mehr. Das könnte für Coop-Zeug sein. I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Oh, try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Warum hilfst du uns? Nein, ich nehme das Haupttor. Ha. Okay, wir können auswählen. Also, ne, das hier hört sich schwieriger an, also nehmen wir das. Fair enough. You certainly don't have to trust me. Well, if you must go through the gates, I'll signal them to open. But of course, I'd advise against it. Ich meine, wir können ja nachher immer noch entscheiden, ob wir hier durch wollen, oder? Use that opening to breach the castle. The guards haven't a clue about it. You'll slip right inside undetected. Nein, wir nehmen das Haupttor. You approach the gates on its own. Warum hat der die Möglichkeit, das Tor zu öffnen? Und warum will er uns überhaupt helfen? Dann hat er so komisch gelacht. Ich meine, das ist ein Standard in Souls-Spielen. Nichtsdestotrotz, macht mich das ein bisschen skeptisch. Von dem her. Okay, warum lässt du das Ding nicht öffnen? Aha, okay, jetzt. So. Wir wären wahrscheinlich so oder so hier hingekommen. Okay. Kann ich das hier haben? So. Ja. Das scheint tatsächlich relativ schwer bewacht zu sein. Wir hatten noch die Möglichkeit, nach unten zu gehen. Lass uns da nochmal kurz gucken. Wobei da, hier kommen wir vielleicht sogar wieder hoch. Oder? Können wir porten hier? Wir können. Okay, ich meine, dann können wir uns einfach wieder hochporten. Da kommen wir so nicht ran. Okay. Von irgendwo anders. Ei, ei. Waren wir... Warte mal, was ist das für ein Baum? Der sieht auch ein bisschen speziell aus. Waren wir hier drüben schon mal? Sind wir hier nicht hergekommen? Tatsache. Okay, das heißt, man muss sich nicht unbedingt zurückporten. Man kann auch einfach das hier verwenden. Schön, schön. Ist hier sonst noch was? Nicht wirklich. Okay, diesmal machen wir so. Also, das Tor ist offen. Wir können auch durchs Tor gehen. Wir nehmen jetzt einfach mal seinen Ratschlag an und gucken mal, was weiter auf der linken Seite ist. Aber wir werden sicher auch durchs Tor stürmen. Wahrscheinlich wird das so oder so wieder... hin und zurück loopen.
Ein Ruinenfragment. Da unten liegt noch einer. Frag mich, warum er uns hilft. Offensichtlich hat er die Wahrheit gesagt, denn wir wurden heftig beschossen. Und hier scheint nichts zu sein. Ja, vielleicht ist hier so ein Sneaky Boss oder so. Was könnte sein? Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir darunter springen, ob das der Tod ist. Das sieht mir zu ruhig aus. Ich probier mal. Das ist nicht der Tod. Gute Sache. Mehr Bolzen, die wir nicht brauchen. Ein Hurra dafür. Dann geht's hier auf der linken Seite. Wahrscheinlich kommen wir dann wieder an denselben Ort. Au. Wow. Au, was zur Hölle habt ihr für Klauen? Die haben irgendwelche... Die haben Klingen an den Füßen. Und wir sind tot. Wow. Interessante Gegner. Ja, guckt euch das mal an. Denen wurden die Füße quasi amputiert. Und dann hat man da so... Ich weiß nicht, irgendwelche Rasierklingen oder sowas hingemacht. Richtig fies. Die Gegner. Wer auch immer das getan hat, war ein böser Schelm. So. Wir sind runtergegangen. Ich denke mal, wir holen unsere Runen zurück. Zwei Stück waren, soweit ich das beurteilen kann. Ah, fast. Okay, den einen haben wir. Sturmfalken. Jetzt kommt der zweite. Sturmfalkenfedern. Schauen wir uns die an. Das sind wahrscheinlich, ja, das ist wahrscheinlich irgendwas für Pfeile oder so. Federn eines Falken, der in der perfekten Einheit mit den Stürmen lebte. Diese kleine Wirbelwinde, gehüllten Federn, werden häufig zur Befiederung von Pfeilen benutzt. Okay, das ist dann wahrscheinlich für qualitativ hochwertigere Pfeile gedacht. Aber da wir nicht wirklich Pfeile verwenden, ist das für uns eher uninteressant als wieder ein... Ach, shit. Okay. Ah, und ach, da ist noch einer. Okay, habe ich dich? Man darf sie einfach nicht zustechen lassen. Flugfeder, ich glaube, das sind die älteren. Und dann passt das einigermaßen. Schmiedestein 3. Wäre mir lieber, wenn das Two-Shots wäre bei den Gegnern. Das heißt, ich denke mal, wir müssen bald mal... Gehört das noch? Moment mal. Okay, das ist das hier, oder? Was wir hier sehen, offensichtlich. Gehört das noch zum Sturmschleierschloss? Sieht eher nichts aus. Das ist wahrscheinlich was Eigenständiges. Okay, hier haben wir eine Gnade. Werden wir direkt mal aktivieren. Da geht's weiter hoch. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Da ist noch so ein Ding. Man hört die teilweise nicht so richtig kommen. Vielleicht liegt das einfach auch einfach daran, dass ich den Spielsaal ein bisschen runtergedreht habe. Ha. Da ist wieder... Gehört das zu dieser Brücke? Ist alles halb kaputt irgendwie.
sieht's aus, als hätte ich hier schon mal eine Schlacht stattgefunden. Nein? War alles nur zum Spaß? Weil hier hoch kommen wir nicht. Denke ich aber auch. Haben wir irgendwas übersehen? Weil ich möchte hier nicht nochmal zurückkommen müssen. Ich mag diese Viecher nicht. Diese Habichte oder... Naja, Geier waren es nicht. Adler vielleicht. Ist das irgendwas? Nee. Kann es sein, dass es gar keine scheinbaren Wände in diesem Spiel gibt? From Software hat uns so drauf trainiert, auf scheinbare Wände zu achten. Vielleicht haben sie uns einfach getrollt und gedacht, ach komm, diesmal nicht. Ist da unten eine Öffnung? Schwierig zu sehen. Können wir noch reisen? Wir können noch reisen. Torwächter Gostock heißt der Junge. Schloss Sturmschleier. Okay. Also, hier... Das ist auch ein 3-Hit. Sehr nervig. Dann einer mit Schild. Macht nicht viel Schaden. Beinschutz der Verbannten. Dann möchte ich natürlich noch das Item ramponierter Lederschild. Das ist der hier. Lederschild des Sturmschleiersoldaten weist die gleichen Flecken und Dornen auf wie das Schloss. Die einen sagen, der Fluch der Verpflanzung verursache dieses Leiden, während die anderen meinen, die Ursache sei etwas viel Schlimmeres, das tief im Innern des Schlosses verborgen sei. Ich nehme an, letzteres ist, entspricht der Wahrheit und wir werden es noch bekämpfen. So, dann hatten wir noch die hier. Ist ein bisschen leichter. Ein beschädigter Eisenbeinschutz, die Kleidung der Soldaten, die in die Strafkolonie geschickt wurden. Ist doch um einiges leichter und... Naja, die Magieresistenzen gehen doch ein bisschen krass runter, aber ich denke eventuell... Große Last... Nee. Geht sich nicht aus. Schade. Hätte ja sein können. Vielleicht, wenn wir noch einen Punkt in Kondition reinstecken. Also, wir hatten eben erst eine Gnade. Das heißt, oh. Wir werden hier keine finden. Also, es sieht so aus, als war es nicht ein Entweder-Oder, sondern... Wir können jetzt hier lang weitergehen oder wir können auch einfach geradeaus ins Schloss reinstürmen. Was immer uns beliebt. Nee, wir machen einfach beides. Bürgerkleidung. Stoffkleidung, Bürgerkleidung ist ein bisschen stärker. 5-1. Das Ding hat... Oh, wir sind bei 12. Okay, das ist... Ja, die Bürgerkleidung ist rotz. Aber wir können uns die kurz durchlesen. Ein Gewand mit dicken, besticktem Umhang, Standardkleidung der einfachen Leute im Zwischenland. Das um den Hals getragene Brett ist mit einem ausladenden Baum verziert, dessen Wurzeln und Äste zwei Löcher bilden. Dies ist ein selbst auferlegtes Loch, das die Ergebenheit des Trägers gegenüber dem Erdenbaum demonstriert. Okay, gut, ich meine, der... Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die loyal gegenüber dem König sind. Ich weiß nicht, ob der Erdenbaum so, ob das so eine Art Religion ist oder so. Das könnte auch sein. Gerade religiöse Leute bevorzugen oftmals einfachere Kleidung, würde ich sagen. Da ist einer. Kann ich den backstabben? Das sieht speziell aus. Okay,
Und sehr schwerfällig. Au. Macht auch wenig Schaden. Also ich glaube, das Gebiet ist definitiv nicht zu hoch für das Level, das wir haben. Dann schauen wir uns noch diese Krallen an. Das könnte eine Dexwaffe sein. C. Ist nicht die prallsten Stats, aber kritisch. Eine Faustkampfwaffe mit scharfen parallelen Klingen, die einen Blutverlust verlieren. Die perfekte Waffe für alle, die im Dunkeln lauern. Faustkampfwaffen lassen sich auch beidhändig ausrüsten. Okay, da könnte man zwei, wenn wir zwei von haben, könnte man die ausrüsten. Und ich weiß nicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie relativ schnell sind. Vielleicht macht das den niedrigen Schaden wett. Wir hatten ja auch in Dark Souls 2, war das, glaube ich, die Schwarzstahl-Katanas. Die waren auch vom Schaden her, vom Basisschaden, nicht so super. Aber mit dem Dual-Wielding zwei Stück, mit einer Eskalierung, hat das schon ziemlich... War das schon ziemlich geil. Okay, das waren wahrscheinlich explosive Fässer. Der andere hat uns erwischt. Immer erst die Fernkämpfer ausschalten. Ich hab's irgendwie gedacht, dass das passiert. Dass die Fässer da nicht zum Spaß da sind. Was ist das hier? Verschlossen, habe ich mir gedacht. Das sieht nach einer Zelle aus. Vielleicht ist da ein gefangener Wurf, solche. Okay. Boah. Da sind wir gerade ein bisschen drunter geglitscht. Gab's noch einen anderen Weg? Hier drüben war auch einer, der geschossen hat. Aber ich glaube, von hier aus gibt es keinen Weg dahin. Das heißt, wir müssen hier wohl hoch. Und... Da geht's nicht durch. Au! Ah, wo kommt der jetzt her? Hier ist auch nochmal was. St. Trinas Pfeil. Ah, okay, so kommen wir zu dem. Und zu dem. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut war, was ich hier gemacht habe. Das ist ein Pilz. Oh, da ist noch einer. Ist der die Leiter runtergekommen? Ich glaube, da drüben kommen wir nicht mehr hin. Ah, von oben schon. Okay, das geht dann quasi hier wieder rein. Waren wir hier schon? Nee, sonst wären die ganzen Kisten weggemacht. Da ist Loot, da waren wir demnach auch noch nicht. Oh. Ah, das liegt jetzt da unten. Ich höre was. Es könnte sein, dass da oben noch einer ist. Die Tür geht auf. Ich würde sagen, eins am anderen. Bürgerschuhe und mehr Runen. Hoch kommen wir nicht mehr. Das ist, wir müssen wieder hier runter. Und dann denke ich mal, kommen wir da oben auch, aber auch auf diese Art und Weise hin. Nun gut, meine Lieben, ich denke, an dieser Stelle machen wir einen Break. Beim nächsten Mal werden wir uns in diesem Schloss etwas genauer umsehen. Ich denke, da gibt es noch sehr viel zu entdecken. Wie gesagt, ich denke, das hier gehört zur Hauptstory. Und weil ja, hier, ne, wir wurden ja hier regelrecht hingelotst. Und deswegen bin ich gespannt, was hier noch so alles auf uns wartet. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.